Yo, willkommen zurück zu Avas WoD Questlog im Crimson Fang Gorgrond, einer neuen Questreihe, nachdem wir uns sehr viel mit Bonuszielen herumgeschlagen haben. Unsere Aufgabe besteht darin, sieben Fungal Lurcher zu killen, das sind diese komischen Pilzbestien, die hier rumlaufen, und fünf lachende Schädel zu klauen, die liegen hier bei den toten lachenden Schädelorks. So. Oh, und haben wir eine Quest gefunden? Bring the glowing red pot to Grulcor in Crimson Fan. Okay. Der ist da unten. Da gehen wir schon mal grob in die Richtung. Na? Den Schädel durchaus auch mitnehmen. Ich möchte ihn nicht nur angucken. Mitnehmen möchte ich den auch. Genau so, danke. Ziehen wir hier ein bisschen was zusammen. Das ist immer das Schöne mit dem Leveln als Tank. Man braucht meistens für 5 Mobs so lange wie für einen. Wenn man so viel guten AOE hat, dass man da einfach mal eben reinlunzen kann, das Zusammenziehen sich einfach viel mehr lohnt. So. Ja, zu weit weg. Und den Schädel. Und da hinten ist noch einer. Die Pilze dürfen wir nicht berühren. Ah, wir haben es trotzdem getan. Haben wir den jetzt bekommen? Wir haben die Quests alle fertig und geben die jetzt hier ab. Inklusive dem roten Samenkorn. What is it? Mysterious Pot gibt ein bisschen Speak. EP. Basic Skull Taking gibt EP. Und das gibt What EP. is it? Secret of the Fungus Speak. und Clearing the Way sind zwei neue Quests für uns. Wir sollen leuchtende Pilze einsammeln. Man sieht sie da schon, diese hier. Und Fungus Covered Shambler Slain. Das sind diese Mobs, die hier rumlaufen, die Draenei und Orks. Da questet ein Mage. Der uns unsere schönen Pilze klauen will. Machen wir mal ganz so ein bisschen Tempo hier, weil wir uns das ja nicht gefallen lassen wollen, ne? Nicht wahr? Oh, hier noch ein Pilz oder so. Ne, wir sind doch schon aus dem Gebiet raus. Wir sind immer noch in Fight. Ach, der kommt hinter uns her. Aber er ist sehr langsam. Oh, ist er da gar nicht hochgelaufen? Dann sammeln wir den einen. 3, 4, na, aua. Ob ich den berührt habe. So, hier kommt beide noch mit. Wir brauchen zwar nur noch einen, aber ist egal. Quest fertig. Und du wirst auch noch drauf gehen. Tot. Alles klar, und wir geben die Quests wieder ab. Bei Grulcor. Ist Grulcor nicht auch ein What is it? Anhänger, den man bekommen kann? Hmm. Name sagt mir zumindest irgendwas. What is it? So, wir bekommen Speak. zwei neue Quests wieder mal. Wir sollen die komische Strange Fungus Site untersuchen und Enlarged Stomper Spore Pots finden. Die droppen von diesen. Also Sporensäcke finden, die droppen von diesen komischen Fungus-Monstrositäten hier. Und dieser riesigen Blüte hier sammeln wir auch ein, denn die brauchen wir auch. So. Apropos. Ich möchte gerade mal was nachschauen. Okay, wir haben die gar nicht aufgewertet. Aber wir haben die Leder-Int. Ne, die Ketten-Int-Sachen habe ich nur. Okay, dann ist eh egal. Dann ist eh egal. Wir brauchen noch. Brauchen gar nichts mehr. Wir können die Quest schon abgeben. Du bist aber groß.
Fungal Praetorian. Ob der wohl ein Quest-Item droppt? Wir versuchen das mal. Den kicken wir dem Mighty Roar. Oh, raus hier. Oh, Pilze. Machen die was, wenn wir sie zerstören? Hier ist ein Heilpilz anscheinend. Oh ne, 50% Haste geben die. Oh. So ein bisschen wie der Kampf gegen Farnspore im Heimall. Gucken wir mal, wo ist der gute Pilz da hinten? Den nehmen wir sofort mit. Denn Haste, 50%, das ist mehr als ein Kampfrausch. Dann können wir nämlich umso mehr auf die Fresse geben. Unser Energiehike geht dadurch extrem in die Höhe. Aber leider ist der Pilz immer sehr schnell aufgebraucht. Vermutlich müssen wir die Pilze um ihn herum töten, damit der das auch überlebt. Oh ne, den können wir auch selber auch töten. Also dürfen wir möglichst keinen AOE machen. So, und das war das. Tatsächlich droppt er ein Item. Sehr schön. Nehmen die Quest sofort an. Die geben wir auch in der Beast Watch ab, aber nicht jetzt. Jetzt geben wir erstmal hier bei Grulkor die Quest ab. What is it? What is it? Es ist eine ganze Menge. Wir sollen Grulkor stoppen. Der rennt jetzt da vorne hin. Der arme Grulkor ist von der Blume irgendwie so ein bisschen wahnsinnig geworden. Darum zeigen wir ihm jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ja, beschwöre euch die Pilze. Macht uns nichts aus, wenn du sie weit wegwirfst. Tschüss, Grulkor. Okay, er ist kein Anhänger, denn er stirbt. Gut zu wissen. Alles klar. Zurück zur Beastwatch müssen wir jetzt, aber wir können das Bonusziel hier oben noch eben machen. Bevor wir zurückgehen, wir müssen nur gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, da hinten ist auch noch ein Rare Mob, fällt mir gerade ein. Hier beim Wasser. Auch die wollen wir ja nicht übersehen. Endlich mal wieder die klare Sicht. Wenn wir aus dem Kampf kommen, können wir auch mal aufsteigen auf unseren Wasserschreiter. Jetzt. Was ist das da? Da ist der Ramp schon. Syldros. Dachte, der wäre weiter draußen, aber nein, er ist hier. Schon mal erwähnt, dass ich Unterwasserkämpfe hasse? So. Jetzt Wasserschreiter wieder und zurück zur Küste. Und jetzt müssen wir wieder hochkommen. Iyun Well. Das geht auch ziemlich schnell eigentlich. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir sogar. Sieht zumindest gut aus. Als würde es hochgehen. Ja. Ja, ja. Wir kommen hier hoch. Flusspferde. Oder Flussbestien sind es ja eher. Sind ja keine Pferde. Dicke, fette Tiere. Und begeben uns ins Bonuszielgebiet. Iyun Weld. Da haben wir den nächsten NPC. Oh, der wird ja schon angegriffen. Da helfen wir mal sofort mit. Nebenbei kümmern wir uns mal hier um die NPC, um die Gegner, die wir besiegen müssen.
Den können wir sogar anzünden. Was machen denn diese Biosporen hier? Kann man die kaputt machen? Geben die dann irgendwas? Vermutlich nicht, ne? So, das war Biollante. Und wir nehmen natürlich auch hier die Quest mit. Und jetzt geht es darum, dass wir noch Thorny Leaflings wegkicken sollen. Man kann die einerseits töten, man kann sie aber einfach wegtreten. Ungefähr so. Dann sterben sie sofort. Und die großen davon sollen wir töten. Und wir sollen auch diese Wild Stinger töten. Diese komischen Fliegen, die hier rumsurren. So. Einladen, wenn wir das mit dem zusammen machen, können wir den da leider nicht, weil das ein Ally ist. Das ist der Mage von eben. Aber wir können einfach mit unserem Wirbel hier durchlaufen. Und dann erledigt sich das von ganz alleine. Ziemlich praktisch. So AOE-Klassen, die dauerhaften AOE hervorrufen können. Und mit Quests ist es ziemlich einfach, weil gerade diese vielen kleinen Gegner, die nicht viel HP haben, kann man damit wunderbar so nebenbei eben mal wegnuken. So. Oh, was fehlt denn jetzt noch? Ein Thorny Stabber und eine Fliege. Da ist der Thorny Stabber und da ist die Fliege. Guck mal her. Zack. Alle Bonus-Stile in Gorgon geschafft. Und jetzt geht's zurück zu Beastwatch, aber vorher holen wir uns einen Flugpunkt hier. Würde ich mal sagen. Na, kommen wir jetzt hier raus. Denn hier ist in der Nähe irgendwo einer. Da oben bei den Everbloom Wilds. Oh, das wird jetzt gefährlich. Das ist nämlich ein 100er Gebiet. Hab's hier nicht auch noch eine Quest? Nails Watch? Nee, noch nicht anscheinend. Noch nicht anscheinend. Gut. Wir holen uns jetzt den Flugpunkt bei den Everbloom Wilds. Das ist ein 100er Gebiet für Apexus Dailies. Das wird ein bisschen knifflig jetzt. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Gut, wir sind schon Level 96. Aber wir sollten trotzdem aufpassen. Normalerweise sollten wir jetzt schon in die Spitzen von Arak gehen. Aber da möchte ich gerade überhaupt nicht hin. Da möchte ich gerade noch überhaupt nicht hin. Und wir reiten einfach mal mitten durch und hoffen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Leider stehen die Mobs hier alle sehr, sehr eng. Aber hier ist der Flugpunkt auch schon. Ist nicht so weit drin. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, resetten die Mobs auch sofort und wir können fliegen. Interesting. Ja, sehr schön. Wollte eigentlich mich selber buffen. So. Beastwatch. Ja, wir haben einen wunderbaren Tag. Könnte gar nicht besser sein. Da sieht man nochmal Char, den Brennenden. Wir sind vorhin auf der anderen Seite dieses Berges gewesen. Und obendrauf, wo wir die Saberon erledigt haben und die Blumenkisten gesammelt haben. Und nähern uns mit großen Flügelschwingen auf einem Rylak wieder der Beastwatch.
und geben die Quests hier noch ab. Da. Heart of the Fan. Regnungshöschen. Und die Trophy of Glory geben wir ab für Biolante und für den Fungal Praetorian. So, jetzt haben wir hier erstmal keine Quests mehr, wie es aussieht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch ganz bestimmt welche geben muss. Aber das schauen wir im nächsten Part. Bis dahin und ciao.